Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Martin ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Schaltet sie aus, aber leise. Tango erledigt! Sie bewegen sich! Ich sag doch! Tragfläche! Ich geb dir Feuerschutz! Los! Schaltet sich! Aus. Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Kizzi, bevor sie uns sehen. Feind am Boden. Gut gestellt. Los, weiter, aber unauffällig. Vorsicht! Schrumpfen den Anlass! Gib mir Deckung, ich lade nach! Ja, ich sag doch! Tragfläche! Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Wir suchten nach Conrad, aber wir fanden sehr viel mehr. Ein Bürgerkrieg war ausgebrochen. Die Stadt zerfleischte sich selbst.
Achtung, Eilmeldung! Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. In Dubai herrschte Chaos. Schlimm genug, dass die Flüchtlinge und die 33. sich bekriegten. Die Flüchtlinge wurden auch noch von einem amerikanischen CIA-Agenten angeführt. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Aber jetzt wollten beide uns töten. Und das war erst der Anfang. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Agent Daniels, CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Lieutenant Daniels? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Dann los geht's. Das reicht, Hugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst an Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Kommt mit. Agent Daniels genießt offenbar seinen Aufenthalt im Camp der Wahrheit. Da kann mir einer erzählen, was er will. Dubai ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1 für CIA-Leute. Geh aus dem Weg! Bradley, hast du ein Kaugummi? Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn, Mann. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Ah, der blöde Arsch. Allerdings. Bei der ganzen Scheiße vergesse ich immer, wie schön es hier sein kann. Finde ich auch. Weißt du, manchmal nachts, da setze ich mich hier hin und höre dem Wind zu. Major, eine Nachricht vom Tower. Moment. Ja, Corporal. Unsere Kräfte erlitten große Verluste. Aber Agent Castor. Erst feuern, wenn ich es sage. Weitere Grey Fox-Leute in der Gegend. Seien Sie bereit. Und die Zivilisten? Konnten wir die rausschaffen? Einige. 30, 40. Wir wissen es noch nicht. Verdammt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie bitte? Kontakt! Bewegt sich! Hab ein! Mist, bin leer! Gegner, stürmen die Treppe! Los! Granate raus! Augen auf! Feind mit Schrotflinte! Bravo ist tot! Okay, geh in Position! Im Erdgeschoss wimmelt es von Tag aus! Los! Ich weg! Position halten! Wir lassen sie kommen! Wir holen sie! Was machen die da oben? Ja! Yeah!
Beweg dich! Feind ist dort! Wechselposition! CIA Op-Team, Codename Gray Fox. Bekannte Mitglieder Thomas Daniels, Brian Kestevan, Jeff Ricks und Rick Gould. Das Verhör von Daniels ergab, dass die CIA hinter Angriffen auf unsere Posten in der ganzen Stadt steckt. Die CIA-Attacken wurden von etlichen Mitgliedern des hiesigen Mobs, sogenannten Rebellen, unterstützt. Die Rebellen operieren angeblich knapp außerhalb der von uns kontrollierten Gebiete. Die Befragung Daniels erbrachte Hinweise auf die Lage eines Stützpunkts. Ein Angriff wurde angesetzt, um die CIA zu neutralisieren und die Ordnung in der Gegend wiederherzustellen. Wenn alle Stricke reißen, sollte Daniels benutzt werden, um andere CIA-Mitglieder hervorzulocken.